seht ihr die ganze Mannschaft mal auf einen Haufen. Jetzt möchte ich natürlich mal sehen, ob hier eine Figur dabei ist, die im Dunkeln leuchtet. Dazu mache ich hier mal meine Scheinwerfer aus und halt hier mit der UV-Lampe drauf. Und ja, ihr seht es nur ganz grob, ne? Aber würde hier irgendetwas im Dunkeln leuchten, dann würde man das überdeutlich sehen. Das heißt, wir haben hier nichts mit dabei. Aber ich gehe mal näher drauf mit der Kamera. Ich finde es immer interessant, wenn man sieht, wie sich die Farben in diesem UV-Licht hier ändern, ne? Hier könnt ihr es ein bisschen sehen. Ich hoffe, ich kriege es einigermaßen drauf und die Kamera stellt scharf. Also ihr seht, hier leuchtet nichts, aber man kann wunderbar sehen, wie sich die Farben hier ändern. Ne? Das ist hier zum Beispiel unsere Gelbohrfledermaus, die wird hier komplett gelb, obwohl sie braun ist. Ne? So, dann hier unsere pinkfarbene, die wird eigentlich rot. Dann die hier, die sieht schon creepy aus, oder? Wow, der Hammer. Also ihr seht schon, hier leuchtet tatsächlich gar nichts. Das ist die mit dem roten Kopf. Ne? Und das hier ist die pinkfarbene, da sieht man auch nichts. Da haben wir hier die Nutria, ne? Die kommt hier richtig braun. Unsere Avatarratte, das Blau bleibt. Und die, die hier sitzt. Also es sieht schon echt alles creepy aus, oder? Ich find's klasse. So, und wenn ich hier mit der Lampe weggehe, seht ihr, dass ihr gar nichts seht. Darum mache ich hier ganz schnell das Licht wieder an. Zack, die eine Seite und zack, die andere Seite. Dann haben wir hier wieder Full Speed Light. Also es leuchtet nichts im Dunkeln. Da würde ich sagen, schauen wir mal an, welche Figur hier die Farbe wechselt. Dazu hole ich eine Schüssel, leere ein bisschen warmes Wasser rein. Und dann geht's los. So, hier kommt das warme Wasser. Schütt, schütt, schütt. Leer, leer, leer. Jetzt wird's spannend. Okay. Und wir fangen hier mal an. Eine nach der anderen. Hier haben wir diese aufrecht sitzende Ratte. Ich glaube, da haben wir überhaupt keinen Farbwechsel. Das war schon bei der ersten Figur so. Ich halte mal rein. Hier tut sich überhaupt gar nichts. Seht ihr das? Jetzt werfe ich sie mal ganz rein. Ich halte sie stilecht. Am Schwänzchen, na, wie bei einer echten Maus. Übrigens, sie schwimmt, ja, davon mal abgesehen. Sieht auch gut aus, ne? Aber sie ändert keine Farbe. Also da tut sich überhaupt nichts. So, als nächstes nehme ich mal diese unscheinbare, die unten so ein bisschen oliv ist, oben noch ein bisschen dunkler. Mal gucken, ob wir da irgendwie einen Farbwechsel haben. Ich halte mal einen Flügel rein. Von der Seite sieht man nichts, aber von dieser Seite, kann man sehen, ist hier ja schön grau geworden oder halt wie die Bauchunterseite. Ne? Eigentlich fast noch ein bisschen heller. Hm. Anderer Flügel rein. So, ihr seht's. Auch das hier hat sich definitiv verfärbt. Dann lege ich sie mal komplett auf den Rücken. Ja, Rückenschwimmer, sehr gut. Und wir haben hier tatsächlich eine durchgängig hellgraue Farbe. Die Füße bleiben hier rosafarben. Die Unterseite bleibt auch gleich, nur die Oberseite, ihr seht's, hat sich hier ein bisschen verändert. So, die nächste, da haben wir hier diese Gelbohrfledermaus, die im UV-Licht schon ganz anders gewirkt hat. Ich halte hier mal den Flügel rein und auch der verfärbt sich. Guckt euch das an, der wird ganz hell, super. Okay, gleich der andere, der wird auch hell. Das Ohr habe ich auch ein bisschen erwischt, sehr schön. Ich lasse kurz Rücken schwimmen, also es verfärbt sich tatsächlich wieder nur die eine Seite. Und ihr seht, wir haben hier eine ganz helle Gelbohrfledermaus. So sieht's aus. Super, also hier auch ein toller, deutlicher Farbwechsel. Nichts Schlimmeres, wie wenn ihr einen Farbwechsel habt, wo man kaum was sieht. Ne? Jetzt kommt die blaue hier. Unten haben wir hier dieses Altrosa. Jetzt bin ich mal gespannt. Verändert sich hier was? Ja, schaut es euch an. Wird ganz hell, wie die Unterseite letztendlich. Aber nee, wir haben hier noch einen Blaustich mit drin. Ne? So, ich halte es nochmal rein. Ja, hat so einen ganz zarten Blaustich. Und entsprechend sieht es dann aus, wenn er sich hier reintunkt. Klasse, oder? Ihr könnt natürlich auch eine Schüssel mit heißem Wasser und kaltem nehmen und dann entsprechend immer wechseln. Ne, da braucht ihr nicht warten, bis es wieder abkühlt. Übrigens, der Bauch bleibt gleich, wie ihr seht. Da verfärbt sich nichts, auch wenn ich es drunter tunke. Ne? Wir haben hier boah, eine ganz weiße Fledermaus. Ein ganz leichtes Blau noch mit drin, aber ansonsten wird er hier fast weiß. Genauso wie ihr Streifen über den Rücken. Ne? Ja, wenn ich jetzt hier entsprechende Weichen halte, dann dunkelt die nach. Können wir ja mal machen. Wenn ich keinen Krampf in die Arme kriege, dann können wir ja mal sehen, wie dieses Blau, das Dunkelblau zurückkommt.
Okay, ihr seht, es dauert noch ein bisschen. Ja, ich habe recht warmes Wasser genommen. Aber witzig, wie man hier so die blauen Flecken sieht mit der Zeit. Ne? So, gut. Hier übrigens die andere. Guckt mal, da kommen auch die dunklen Flecken zurück. Ist doch witzig, wenn man das so angucken kann. Hat ein bisschen was von Marmor oder so irgendwie. Ne? Und die Fledermaus, die ist auch ziemlich fleckig. Aber ihr seht schon, das Dunkle ist da schon ordentlich nachgekommen. So, dann geht's weiter. Ich habe hier diese pinkfarbene Fledermaus. Ändert die Farbe? Ja, schaut es euch an, die wird orangefarben. Das ist ja cool. Und unten tut sich gar nichts, nur oben. Ne? Auch die lasse ich ja mal kurz rückenschwimmen. So, alles klar. Was haben wir jetzt hier für eine Farbe? Ja, durchgängig in diesem Orange. Ne? Hat so einen leichten Rosaton noch mit drin. Mal gucken, wie die wieder zurückkommt. Dann hier die blaue. Ne, ihr seht's, ganz langsam, aber sicher kommt das Dunkelblau hier wieder zurück. Finde ich sehr interessant. Die hier ist fast schon wieder komplett im Originalzustand. Und die hier hat nur noch ein paar helle Flecken. So, jetzt bei der pinken kommen hier auf dem Fell schon ein paar pinke Tupfen zurück. Währenddessen schauen wir uns mal eine nächste Fledermaus an. Oder eine Ratte. Ja, komm hier, die Ratte. Die hat mir noch gefehlt. Ändert die ihre Farbe? Ich kann es mir nicht vorstellen. Nein, da tut sich gar nichts. Seht ihr das? Die bleibt genau gleich. Also, dann haben wir als nächstes diese graue Nutria hier mit diesem pink Streifen. Tut sich da irgendwas? Nein, da tut sich auch nichts. Auch die bleibt, wie sie ist. So, Zwischencheck. Die blaue, ne, wird immer blauer. So sieht sie aus. Also die Flügelchen sind am dünnsten. Hätte ich jetzt eigentlich gedacht, dass die am schnellsten wieder dunkelblau werden. Und unsere pinkfarbene, eigentlich die Flügel, da die so dünn sind, sollte man denken, die kühlen am schnellsten wieder aus. Aber ja, interessant auf jeden Fall. Ne? Oh, von vorne sieht es auch echt creepy aus, oder? Wow, krass. Sehr schön. So, als nächstes haben wir diese hier, die Kalong oder was das darstellen soll. Oben haben wir dunkelgrau, unten haben wir hell. Ich tunke sie mal rein mit dem Kopf und ihr seht, auch da haben wir einen Farbwechsel. Die wird jetzt hier plötzlich ganz hellgrau, genauso wie die Unterseite. Ich lasse auch wieder Rücken schwimmen, so ein bisschen tunken, jawohl. Ich habe es ein bisschen zu heiß gemacht, das Wasser. So warm muss es gar nicht sein, aber man sieht halt hier schön deutlich den Farbwechsel. Mal gucken, wie lange es dauert, bis das Dunkelgrau hier wieder zurückkommt. Ja, kurzer Zwischencheck. Unsere blaue, ihr seht, ist schon fast wieder komplett blau. Dauert noch ein bisschen. Dann haben wir sie wieder original. Und unsere pinkfarbene, da kommt jetzt auch der Flügelrand. Ne? Also dauert auch nicht mehr lang, bis die wieder den originalen Farbton hat. Als nächstes haben wir hier die pinkfarbene Fledermaus. Da müsste eigentlich auch was passieren. Ich halte den Flügel rein und der wird komplett weiß. Wow. Und da sieht man auch diese grünen Sprenkel hier überdeutlich. Ne? Klasse. Unterseite ist eh schon weiß. Also lasse ich sie hier mal Rücken schwimmen. Ne? Feines, angenehmes, warmes Bad. Und wir sehen hier die grünen Flecken überdeutlich. Die Ohren bleiben übrigens tiefrot oder blutrot. Bin ich mal gespannt, wie lange es dauert, bis die ihre Farbe wieder kriegt. Okay, dann hier unsere Kalong. Da kommt das Dunkelgrau auch schon wieder zurück, zumindest auf dem Rücken. Ne? Kann man schön sehen. Dann hier unsere blaue, immer Zwischenstand. Die ist eigentlich so gut wie blau wieder, wie ihr hier schön sehen könnt. Dann hier die pink-gelbfarbene, auch da, ne? Nur noch die gelben Flügelchen. Die sieht gut aus mit den Flecken, oder? Also ich finde es klasse. Und unsere pinkfarbene kommt hier auch schon wieder zurück. Ihr seht, das Pink kommt zwischen den grünen Flecken. Dann haben wir hier noch unsere Avatar-Ratte. Die ist unten grau, oben schwarz. Tut sich da was, wenn ich sie reintunke? Ja, guckt es euch an. Der Kopf wird grau. Hier seht ihr schön die Trennung zwischen warm und kalt. Das heißt, die wird richtig schön hellgrau. Jawohl, eine Rolle hier im Wasser. Und die Ratte ist grau. Eine graue Hausratte. Hat man, glaube ich, so auch noch nie gesehen. Ne? Das Blau bleibt blau. Sehr schön. Dann hier, komm, unsere pinkfarbene mit Orange. Ihr seht, die Flügel haben fast schon wieder Originalfarbe. Dann die blaue ist übrigens mittlerweile wieder komplett dunkelblau. Super. Und unser Pinky, ne,
kriegt hier eine pinke Marmorierung zwischen dem Grün. Sieht auch gut aus. Übrigens, unsere graue Hausratte wird hier ganz schnell wieder schwarz. Ne? Wie ihr seht, hier sieht man das sehr schön, die dunklen Flecken, die hier wiederkommen. Dann haben wir hier noch unsere blutverschmierte Fledermaus. Da bin ich mal gespannt, ob sich hier irgendwas tut. Der Flügel wird grau. Schaut's euch an. Von schwarz in grau. Das sieht auch klasse aus. Super. Okay. Bin mal gespannt, ob der Kopf hier auch noch grau wird. Der Bauch ändert sich auf jeden Fall nicht. Ja, das Rot bleibt blutig, wie es schon immer war. Und der Rest ist jetzt hier hellgrau geworden. Bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis das Schwarz wieder zurückkommt. Dann haben wir hier als nächstes die grüne Fledermaus. Das ist auch unsere letzte. Die, denke ich mal, wird sich auch ändern in dieses Gelb. Pass auf, Flügel rein. Und ja, ihr seht's, wird genau im gleichen Gelb wie die Unterseite. So sieht's aus. Also aus einer grünen Fledermaus oder aus einem grünen Flughund machen wir einen gelben Flughund. So schnell kann das gehen. Die Füßchen bleiben hier schwarz und die Ohren bleiben hier rosa oder dunkelrosa, so wie sie waren. Die grüne, dann hier, komm, unsere Pink mit Orange Fledermaus ist fast schon wieder genesen. Alles wieder schön kräftig. Und Pinky mit den grünen Flecken, die haben wir hier, ihr seht's, kommt auch wieder wunderbar zurück. Oh, und die grüne, ich glaube, die habe ich beim letzten Mal auch schon in die Kamera gehalten. Wisst ihr was, ich halte es nochmal kurz, vielleicht färbt sich es einigermaßen flott wieder in dieses Dunkelgrün. Mal sehen. Ich halte die Klappe, ihr könnt zuschauen. Also wie ihr seht, das Grün erobert sich Millimeter für Millimeter wieder seinen Platz zurück. Ne? Von dem her ist klasse. Gerade wenn es hier noch so diese grünen Flecken hat, finde ich, sieht es echt bombig aus. Der Fleck kommt schon wieder von meinem Daumen hier. Könnt ihr sehen? Wenn ich einen Daumen drauf halte, wird es wieder heller und dunkelt ganz schnell wieder nach. Klasse, ne? Also könnt ihr auf jeden Fall nette Experimente mitmachen. Pinky mit grünen Flecken ist wieder komplett pink. Ja. Und damit würde ich sagen, war es das zum Thema Farbwechsel. Also das funktioniert spitzenmäßig, Leute. Da kann ich eigentlich nur ein gutes Fazit geben. Außer, ja, ihr hört es ja gleich. Ja, abschließend kann man hier nochmal zusammenfassen. Wir hatten in dieser zweiten Box keine Glow-in-the-Dark-Geschichte mit dabei, sondern nur Farbwechselfiguren. Aber keine einzelne Figur doppelt. Das finde ich super. Ich habe mit zwei Boxen die Serie komplett bekommen. Ich kann nur, wie schon beim ersten Fazit zur ersten Box sagen, großartige Serie, super große Figuren, auch gut verarbeitet. Also für diese Art, man darf es nicht mit anderen Geschichten vergleichen, sondern wirklich die Gummitiere aus der Tüte. Für die Art sind die klasse gemacht. Keine wirklich störenden Gussnasen, auch die Bemalung absolut okay. Farbwechsel macht Spaß, genauso wie das Glow in the Dark. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, schaut euch die ersten vier Videos an, beziehungsweise das vierte Video, da zeige ich das. Ich finde, hier kriegt ihr schon ein bisschen was fürs Geld und ihr bekommt zusätzlich eine hammermäßige Dekoration zu Halloween oder sonstigen Grusel-Events. Was man noch dazu sagen kann, die Figuren sind gut mit diesen Kunststoffperlen gefüllt, sind auch gut verklebt, braucht also keine Angst haben, dass irgendwo was aufreißt und irgendwas hier rausbröselt. Der Geruch, auch das möchte ich hier nochmal insbesondere anmerken, absolut okay, wenn ihr an den Figuren riecht. Es riecht natürlich selbstverständlich nach Gummi, aber sie verbreiten, so wie sie hier stehen, keinen unangenehmen Duft oder Geruch im Raum. Das könnt ihr hier vergessen. Und das finde ich super, ganz wichtig für Allergiker. Ja, und damit kann ich nur sagen, Daumen hoch, absolut positives Fazit. Sowas wünscht man sich doch mehr. Große Figuren, nett gestaltet, vor allem unterschiedliche Skulpturen. Also nicht eine Fledermaus für alle Fledermausarten. Wir haben Wiederholungen drin, aber sie wurden dann halt entsprechend alternativ bemalt. Und damit kann man Spaß haben. Sowohl jung als auch alt. Die Jüngeren haben Spaß am Stretchen, am Farbwechsel, am Drücken, Quetschen. Die Älteren wahrscheinlich mehr als Halloween-Deko oder als Gag auf dem Geschenk oder im Geschenk. Ja, immer ein Riesenspaß, wenn ihr so eine Figur, so eine Ratte in den Kühlschrank stellt. Ne?
Ja, es gibt hier lediglich zwei Dinge, die man negativ anmerken kann. Das eine, es gibt 16 Figuren zum Sammeln, 12 sind in einem Display drin. Ich würde mir natürlich als Sammler wünschen, dass wenn man ein komplettes Display kauft, dass man auch einen kompletten Satz drin findet. Das würde ich mir wünschen. Auf der anderen Seite kann man natürlich den Hersteller verstehen. Man möchte Geld verdienen, das ist ja klar. Absolut legitim. Das zweite Negative wäre tatsächlich das Mini-Poster. Im Mini-Poster findet man Abbildungen, wo man halt überhaupt keine Übereinstimmung zu diesen Figuren hier findet. Das würde ich mir doch eher wünschen, dass man, wenn man schon ein Foto oder eine Zeichnung abbildet, dann vielleicht auch die Skulptur hier oder das Modell zusammen abdruckt, damit man auch sieht, aha, das hier ist jetzt diese Gelbohrfledermaus oder halt die Weißkehlbuschratte etc. Das hätte mir besser gefallen. Man kann nur erahnen, welches Viech hier welches Tier darstellen soll. Man kann es nur erahnen. Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, kommen wir hier zum Schluss. Das war mein Unpacking, Unboxing zu den Fledermäusen und Ratten von Big Animal World. Super Serie. Bin gespannt, was da in Zukunft noch alles kommt. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Sammeln. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, tschüsschen. Euer Ruppi. Yay. Yeah.